Das ist die Geschichte von Karl-Heinz und Hedi. Für Karl-Heinz und Hedi ist das alles 50 Jahre her. Aber jeder, der ihre irrsinnige Geschichte zum ersten Mal hört, ist fassungslos. Für die Flucht waren wir vier Akteure. Hedi, Gitti, ich und ein Bad Guy, Lothar. Todesmutig machen sich die Anfang 20-Jährigen auf den Weg nach Rumänien. Wie war der Mann von der Securitate? Respekteinflößend, furchterregend, stimmgewaltig. Im Prinzip erschleicht sich Hedi bei den rumänischen Behörden ein Dokument, welches ihr die Flucht in den Westen ermöglicht. Ich hatte mir das alles ausgedacht. Es war bombensicher. Dagegen. Ja klar, so warst du auch. Ich hatte überhaupt noch nie jemanden so gesehen, der so toll aussah. Du hörst mich singen, aber du kennst mich nicht. Und du weißt nicht, für wen ich singe. Als du 16 Uhr nicht da warst, wusste ich sofort, das heißt, ich fühlte es, dass du auch in 5 Minuten und auch in einer halben Stunde nicht kommen würdest und auch nicht am folgenden Tag.